Willkommen zurück, Leute, zu Crash Bandicoot 2. Cortex Strikes Back oder so. Who cares? Hang 8. Da gibt es noch einen Edelstein für uns zu holen. Und zwar ist dieser Edelstein auf Zeit. Und ja, die Zeit wird angezeigt, sobald man auf diesem Surfbrett ist, möchte ich mal sagen. Ne? Man könnte es Surfbrett nennen. Allerdings, wow, das war eng. Läuft die Zeit schon vorher, also die läuft schon ab jetzt. Also ihr werdet es vielleicht sehen, dass wir damals auf dem Surfbrett waren, stand da irgendwas mit 50. Wenn wir jetzt hier ein bisschen Gas geben, dann wird da, ja gut, steht immer noch was mit 50, aber scheiße, so an sich ist es halt schon eine andere Zeit. So, die Kisten sind uns egal, für diejenigen, die sich wundern. Wir haben im letzten Part ja schon sämtliche Kisten geholt. Eigentlich sollten wir auch nach Möglichkeit keine Checkpoints holen. Weil die Checkpoints halten uns sozusagen nur auf. Also wenn wir nämlich gleich sterben, dann müssen wir das Ganze neu starten. Weil ich einen Checkpoint geholt habe. Ja, ist ein bisschen dumm, ne? Ja, das war auch dumm. Okay, das bedeutet, wir müssen jetzt gezwungenermaßen, weil wir halt bei diesem Checkpoint starten, müssen wir zurück in den Warp Room, müssen uns die Ladezeit des Warp Rooms geben. Dann müssen wir wieder rein, dann müssen wir uns die Ladezeit des Levels geben. Und aus diesem Grund sollte man schlicht und ergreifend keine Checkpoints einsammeln bei solchen Missionen. Ja, lass es. Kriegst du das hin? Wahrscheinlich nicht. Nein, kriege ich nicht hin. Seien wir mal ehrlich. Und ja, ansonsten, ne, wie geht's euch? Mir geht's gut. Das hier wird ja wahrscheinlich eher so, ja, jetzt am Anfang musste ich halt noch ein paar Dinge erklären, aber insgesamt wird es hier wohl eher die Off-Topic-Freunde ansprechen, weil wir hier, ja, meine Güte, ne, wir können hier halt so ein bisschen, okay, jetzt geht die Zeit schon jetzt los, aber okay, oh nein, ich hätte die Maske echt gerne. ist der gut, der ist ja so gut. Traumhaft. Ja, jetzt schaffen wir es wahrscheinlich. Ach, Kacke. Schaffen wir es wahrscheinlich zeitlich nicht. Aber das Gute ist, ich habe keinen Checkpoint, also wir können dann direkt an der Stelle wieder starten. Und da ich es zeitlich sowieso nicht schaffe, können wir auch mal so ein paar crazy Sachen ausprobieren, wie das hier zum Beispiel. Ob es geht. Und es geht. Das finde ich ja ausgesprochen cool. Kommst du da noch durch, Crash? Yes, Mann. Natürlich kommst du da durch, weil du bist der Größte. Vielleicht schaffen wir es sogar. Vielleicht schaffen wir es sogar. Wenn wir in der Zeit, wenn wir den Edelstein sehen, bleibt er da. Wunderbar. Nee, er bleibt nicht da. Oder habe ich ihn jetzt? Habe ich ihn? Ich habe ihn nicht, ne? Ich habe ihn nicht. Aber wie cool ist das denn? Eigentlich ist nicht cool. Ich habe mal gehört, die bleiben dann stehen. Hallo? Das wurde so gesagt. Kacke. Egal, er bleibt nicht stehen. Aber naja, wir sehen ja, dass es auf jeden Fall machbar ist. Das ist gut. Naja, auf jeden Fall habe ich mir gerade so ein bisschen in der Werbepause sozusagen zwischen Part 2 und 3. Wer jetzt denkt, ich habe da eine Session-Pause eingelegt, nein, ist nicht so. Ich habe nur mal, ja, ganz kurz was getrunken und so. Und dabei sind mir ein paar kanalinterne Gedanken gekommen und ich habe mir so gedacht, hey, wie viel nimmst du hiervon jetzt gleich am Stück auf? Ne? Das ist so die Frage gewesen im Großen und Ganzen. Wer es wissen will, das war so mein Gedanke, über den ich mir so Gedanken gemacht habe. Ja, macht Sinn. Und dabei bin ich zu der Erkenntnis gekommen, ich denke noch ein Part, ja. Und dann habe ich mir gedacht, hey, dann wird das aber, ne, wenn du dann, es ist ja jetzt, gehen langsam Ende des Wochenendes drauf zu. Wie machst du das denn dann nächste Woche und überhaupt und so, das klappt doch nicht. Ich meine, ich habe nächste Woche zwar Frühschicht und so, und da kann ich dann, in der wilden Theorie könnte ich dann locker aufnehmen, so, ne? Also, rein theoretisch ist das machbar. Aber, seien wir mal ehrlich, praktisch sieht die Welt dann wieder ganz anders aus. Oh, das könnte diesmal... Geht knapp. Aber es hat geklappt, okay. Eng, aber geschafft. Ja. Faktisch ist es dann so, ich komme von der Arbeit, bin todmüde und werde nichts tun. Ja, so einfach ist das. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, wir gehen ja jetzt langsam auf Weihnachten zu, ne? Werden wir mal ein bisschen besinnlich. Werden wir mal ein bisschen besinnlich und lassen auch mal den Kanal so ein bisschen in den Weihnachtsmodus gehen. Der hat sich ja auch mal so ein bisschen eine Weihnachtsferien
verdient. Und mit Ferien meine ich jetzt natürlich nicht, dass ich nichts mehr hochlade. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Aber dass dann zum Beispiel mal ein Tag mal irgendwas nicht kommt oder so. Mal ganz entspannt einfach, ne? Zum Beispiel, The Pits ist das, ne? Da gibt's, glaube ich, gar keinen zweiten Edelstein, aber hier kann ich alles holen, so an sich. Müsste so sein, ja. Einfach mal ganz entspannt, lapidar das Ganze laufen lassen. Ohne Stress. Also, einfach mal keinen Stress machen. Das bedeutet nicht keine Videos, sondern, ne, wie gesagt, das mal. Irgendetwas kommt mal einen Tag nicht oder so. Das finde ich auch persönlich gar nicht so schlimm. Das nervt mich natürlich bei anderen auch. Also, wenn ich jetzt bei Leuten Let's Plays gucke oder so, denke ich mir auch, ach Mann, wo bleibt das Video? Ich sehe das Video nicht, Mensch, wo hast du es gelassen? Ja, es ist mal wieder nicht da. Dann denke ich mir auch, Penner. Okay, ganzes Level hier mit Superman durch. Ah, es gibt zwei Seiten. Ich glaube, wir sollten erst links gehen, weil da gibt es einen Schalter für die rechte Seite, der für die rechte Seite relevant ist. Ja, ja, so gut kenne ich das. Ne? Ich habe echt erst vor kurzem hier zu einem LP. Also ich gucke es momentan, einfach um zu wissen, wegen Scheiße, wegen gewisser Secrets. Weil du sonst hast du keine Chance. Sonst hast du echt keine Chance, das hier zu schaffen. Das ist so die Sache, die ich sagen würde. Das geht wirklich nicht. Also habe ich jetzt die Stelle, wo ich umdrehen kann zur anderen Seite schon. Oh, oh, auf die darf man natürlich nicht draufspringen. Die muss man sonst wie wegmachen. Okay, wir können jetzt. Ja, wir können jetzt. Wer weiß ich auch nicht, wie wir es am besten machen. Ist, im Grunde ist es vollkommen egal, wie wir es machen. Ich werde sowieso drauf gehen. So, diese Stelle wäre zum Beispiel nicht da gewesen. Also, die wären nicht aktiviert gewesen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir haben 24... Scheiße, wir haben 24 Kisten. So, den kann man halt wegdrehen. Jetzt muss man halt immer gucken, ne? Kommen, welche dämlichen Viecher sind das? Und dann muss ich auch noch den richtigen Knopf erwischen. Und ich würde echt gerne alle im Vorfeld schon loswerden. Ja, wir müssen das echt langsam machen. Tut mir leid, aber ihr seht's ja, sonst passiert. Boah! Das war auch schon wieder Kacke. Hier ist der Checkpoint, aber ich glaube, der zählt nicht. Oh, goddammit. Was, man weiß halt nie, was da kommt. Das sind Blindsprünge. Und das macht mir Angst, also. Na, ja, was denkt ihr denn darüber? So, ne? Also, wenn man jetzt mal einen Tag. Also, ich denke mal nicht, dass es hier jetzt viele Leute geben wird, die ausrasten, weil jetzt mal einen Tag irgendein Video nicht kommt oder so. Aber ich. Ja, okay, hier ist der Anfang. Hier ist der Anfang. Dann können wir auch hier wieder zurückgehen. Hier habe ich nämlich gerade frisch alle Gegner besiegt. Ja, aber ich möchte jetzt so um die Weihnachtszeit rum so ein bisschen entspannen, weil zwischen Weihnachten und Neujahr habe ich zum Beispiel dann zwei Wochen, also fast zwei Wochen sind das ja, vom 23. bis zum 1. oder 2. Januar, das ist noch nicht hundertprozentig sicher, habe ich da frei und eine Menge Zeit sozusagen. Und da kann ich dann auch wieder viel schaffen und vor Weihnachten möchte ich einfach ein bisschen, ja, ich möchte ein bisschen chillen. Also, das einfach halt ein bisschen entspannter angehen. Ich denke, das ist mir auch gegönnt. Weiß ich nicht. Wird man auch sehen. Also wird man auch sehen. Vielleicht überkommt mich ja auch nächste Woche die ultimative Lust aufzunehmen. Und ich merke, hey, ich bin gar nicht so müde morgens. Das wäre natürlich ultra geil. Also ich beneide ja immer die Leute, die so sagen, ja, ich in Videos oder so. Ja, ich war gerade arbeiten und jetzt gehe ich hier schön. Spiele ich hier schön eine Runde. Nimm noch ein paar Videos auf. Finde ich voll geil. Also da beneide ich die Leute echt drum. Das hätte ich auch mal gerne so. Also, das sind so Dinge, die kann ich nicht wirklich machen. Vor allen Dingen nicht in der Nachtschicht funktioniert das einfach nicht. Da kommst du nach Hause, klar, von der Arbeit. Da nehme ich auch mal zwei Videos oder so auf. Aber das ist dann mehr so. Das kann Spaß machen, kann aber auch sehr quälend sein. So, warum ich das gerade so gemacht habe, das werde ich euch nachher zeigen. Also klar. Oh. Perspektive war scheiße. Aber es macht nichts. Wir dürfen genau hier wieder starten. Ich meine, man verliert nicht mal ein Leben oder so. Oh, war das dumm? Ich glaube, das war dumm. Na, wobei, das geht.
So, wie ihr seht es ja auch. Also das kann man hier echt beschissen abschätzen, wo man steht. Und wie das hier mit dem Ding zusammenhängt, vor allen Dingen. Boah, keine Ahnung, ey. So, die... Ah, wie soll ich das denn abschätzen? Jetzt mal ohne Spaß. Sag dazu mal was, bitte. Kann man das abschätzen? Eigentlich nicht wirklich. Das ist pures Glück. Das ist pures Glück. Das finde ich nicht gut. Dann mach mal... Ach, komm, Crash. Vielleicht entwickelt man dafür noch ein Gefühl. Das könnte natürlich sein. Aber irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen. So, wir müssen das ja natürlich nicht aussitzen, aber ich hab's ganz gerne, wenn ich sehe, wie die TNT-Dinger explodieren, weil ich mir nicht sicher bin, ob sie wirklich explodieren. Komm, okay, durch da. So, also ich würde ja jetzt sagen, jetzt bin ich auf der richtigen... auf der richtigen Höhe. Oder auch nicht. Naja. Es macht doch Spaß. Macht doch auf jeden Fall Spaß. Man könnte jetzt glauben, hey, das kann doch keinen Spaß machen. Aber doch, 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 doch. Spielt mal dieses Spiel. Ohne Spaß. Also wenn ihr vielleicht noch eine PlayStation 1 zu Hause stehen habt, könnt ihr das Spiel ganz gut spielen. Wenn ihr eine PS3 zu Hause stehen habt, dann könnt ihr das Spiel ebenfalls sehr gut spielen. Denn sämtliche Crash-Teile sind auch im PSN erhältlich. Man sieht jetzt eventuell, ich spiele es nicht auf der PS3 und ich spiele es doch nicht auf der PS1 und so, bla bla. Ich will euch ja jetzt hier nichts vormachen, aber ich habe die Spiele tatsächlich im PSN alle gekauft. Und Crash Bandicoot 1 hatte ich auch mal, noch original, das hatte ich mir später irgendwann nochmal gekauft, weil ich da voll Bock drauf hatte, das Original zu besitzen. Allerdings hat meine damalige Freundin dann gesagt, auch mein Bruder würde das ja so gerne mal wieder spielen. Boah, das finde ich bockschwer. Ach, mein Bruder würde das so gerne mal wieder spielen. Ja, habe ich nie wieder gesehen, das Ding. Nie wieder! Gib mir das Spiel. Ich hätte es so gerne. Naja. Schön mit Hülle, es war arschteuer. Wir hatten so einen Laden in unserer Kleinstadt, der die ganzen... Also... Es gab damals, als ich ein Kind war, so einen Laden, der hatte uns immer abgezockt sozusagen, ne? Gebrauchtspiele von Kindern dann gekauft. Da hast du 6 Gebrauchtspiele abgegeben und noch 10 Mark draufgelegt, um ein Spiel zu bekommen. Um ein Gebrauchtes zu kaufen. Ja, aber damit war man halt als Kiddie auch zufrieden. Hauptsache, man kriegt ein neues fucking Spiel. Weil, was willst du machen? Anders kamst du ja an Spiele nicht ran. Und dieser Laden, der hatte irgendwann später wieder aufgemacht. Und tatsächlich, oh, ob das nicht vielleicht ein bisschen scheiße noch so insgesamt war jetzt, weiß ich nicht. Und tatsächlich hatte dieser Laden noch den ganzen Kram, den sie damals nicht verkauft haben. Zumindest scheint es so. Ich würde beinahe sogar sagen, da waren noch Spiele, die ich hatte. Weil der Laden war irgendwie, boah, der war bestimmt, lass ihn 10 Jahre und mehr geschlossen gewesen sein. Oh, ich gut. So, warum habe ich das jetzt so gemacht? Das ist bei diesen, das waren nämlich so 10er-Kisten. Diese Kisten gehen eigentlich kaputt, wenn du 10-mal drauf springst. So, aber wenn du eine Zeit lang wartest, und also du springst einmal drauf, wartest dann eine Zeit lang, dann, ja, dann kann man die, ne? Dann kann man die mit dem nächsten Schlag einfach zerstören und braucht da nicht bis 10 drauf zählen. Werden wir auch noch müssen, aber hey, was soll's. Solange ich mir das ersparen kann, tue ich das auch. Naja, und auf jeden Fall hatten die damals Crash Bandicoot 1 habe ich da nochmal für die PS1 gekauft und Rayman 1 habe ich da nochmal für die PS1 gekauft und Apokalypse featuring Bruce Willis habe ich mir damals nochmal für die PS1 gekauft. Und ich hätte mir auch noch geile N64-Klassiker geholt, allerdings habe ich bei meinem N64 nicht mehr die Kabel. Ich weiß nicht, wo ich die Kabel habe für meinen N64. Habe ich eigentlich den Kristall? Ich habe den Kristall nicht. Doch, ich habe ihn, wollte gerade sagen, ich müsste den Kristall haben. Ich weiß sogar noch, wie ich ihn eingesammelt habe. Ich erinnere mich, ja, natürlich. Damit haben wir in diesem Part The Pits komplett geschafft. Und wir haben den zweiten Edelstein bei, weiß ich nicht, bei Hang 8 geholt. Voll gut, ne? Okay, der rote fehlt hier, aber den können wir halt noch nicht holen. Das geht nicht, aber ansonsten haben wir alles gemacht, was wir bis jetzt machen können. Crash Dash. Ja, wenn wir im nächsten Part angehen, Leute, ist irgendwie logisch, weil der Part ist schon relativ lang. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.